I'm very honored to be here. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich ein vollwertiger Ersatz von Professor Schalkens bin. Und ich denke, der größte Teil des Vortrags wird derselbe sein, wie es ursprünglich geplant wurde. Das ist Professor Schalkens. Er hat eine Doktorarbeit gemacht. Er ist medizinischer Mikrobiologe. Und in unserer Abteilung ist er Professor für pharmazeutische Biotechnologie mit dem Spezialbereich Sicherheit von Biologika, und er arbeitet auch am Copernicus-Institut, wo er Dozent ist, mit der Spezialisierung zur Rolle der pharmazeutischen Industrie und der Regulierung bei der Entwicklung von Arzneimitteln. Zurzeit arbeiten wir zusammen an einem Projekt, das von der niederländischen Regierung finanziert wird. Er ist der führende Forscher. Das Projekt hat das Ziel, tierfreie Medikamentenentwicklung zu ermöglichen. Ich bin einer seiner Doktoranden und ich beschäftige mich mit dem Wert der Tiermodelle bei der Medikamentenentwicklung. Ich habe in den Life Sciences einen Master gemacht und seit über 20 Jahren arbeite ich im Bereich der Industrie. Mein Hintergrund ist Zellbiologie und Tierexperimente. Kommen wir nun zum Inhalt der Präsentation. Hier das Scheitern des pharmazeutischen Modells, die nachlassende Bedeutung der Tiere bei der Entwicklung von Arzneimitteln im Allgemeinen, sodass wir in einigen Fällen Tiermodelle haben, die sogar die Entwicklung von Arzneimitteln und Medikamenten blockieren. Was nun das Scheitern des pharmazeutischen Modells angeht, so sehen Sie das hier. Wenn Sie all die klinischen Studien sehen, von 1966 bis 2010, dann können Sie beobachten, dass die mittlere Auswirkung zwischen die Auswirkung auf die Placebo-Gruppe und die behandelte Gruppe, dass die Bedeutung nachlässt. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber der Trend zeigt bergab. Wenn wir also sagen, wir haben eine Auswirkung, dann wird diese Auswirkung biologisch, zumindest auf biologischer Ebene, immer geringer. Wenn Sie sich nun zum Beispiel Krebsmedikamente anschauen, also um die 70 unterschiedliche Medikamente gibt es hier, dann sehen Sie hier bei der oberen Grafik, dass die Prozentsatz der Menschen, die progressionsfreie Phasen haben, im Gegensatz zu den anderen, nur um 2% beträgt und bei zwei oder drei Medikamenten etwa 10%. Bei Krebsmedikamenten sehen Sie also, dass es hier nur kleine Gewinne gibt, verglichen mit der anderen Behandlung. Wenn Sie in der Krebsforschung nun sehen, dass also müssen Sie natürlich nicht nur den Krebs bekämpfen, sondern es geht auch um Lebensqualität. Wenn Sie einen Patienten sehen, der Ihnen nahesteht, der eine Chemotherapie bekommt, dann wissen Sie, dass die Chemotherapie für die Gesundheit nicht gut ist, nur gut gegen den Krebs. Sie verlieren an Gewicht, an Appetit, sie haben jede Menge Nebeneffekte, Nebenwirkungen. Bei 18 Krebsmedikamenten gab es keine Auswirkung auf die Gesamtüberlebensrate. Und wenn Sie die Lebensqualitätsdaten ansehen, dann sehen Sie, dass nur ein Medikament diese verbessert hat, zwei sie verschlechtert haben, sechs hatten keine Auswirkung und vier hatten einen gemischten Aspekt auf verschiedene Aspekte. Einige wurden verbessert, andere nicht. Und die Durchschnittskosten sind fast $90.000 pro Jahr pro Patient. Von all diesen Produkten, die nicht so effektiv sind, wurde nur eines aus dem Markt genommen. Wenn Sie aber mal die pharmazeutischen Unternehmen näher anschauen,
und da haben wir hier einige aufgeführt auf der horizontalen Linie, dann sehen Sie, dass Sie doch relativ viele Mittel in der Pipeline haben, die aber zum Beispiel überlappende oder nicht überlappende oder Zielsetzungen haben. Also viele Innovationen gibt es hier in dem Bereich derzeit nicht. Was Sie auch darüber hinaus noch sehen, ist, dass seit 1966 bis 2010 gab es einen schnellen Anstieg des Preisanstieg bei diesen Krebsmedikamenten. Und wie ich schon vorher sagte, sind diese Medikamente nicht so innovativ. Die viele dieser Medikamente umfassen diesen Ich auch Moment. Das heißt also den generischen Faktor. Wie sieht also die gegenwärtige Position aus? Wir haben eine fallende Anzahl wirklich neuer Medikamente, trotz zunehmender und besserer Finanzierung. Wir haben viele neue Medikamente, die einfach Me-Toos sind, also die denselben Effekt und Wirkung haben wie bestehende. Eine dramatische Preissteigerung, eine Zunahme der Orphan-Arzneimittel. Viele dieser Medikamente haben nur eine oder werden zugelassen aufgrund unvollständiger Daten zu ihrer Anwendung. Wir haben eine zunehmende Betonung der Krebsmedikamente oder Antikrebsmedikamente. Es gibt eine zunehmende Anzahl an Medikamenten, die gar nichts bewirken, und eine abnehmende Anzahl pharmazeutischer Unternehmen in diesem Bereich. Darüber hinaus ist auch die Art und Weise, wie wir bei der Forschung vorgehen, anders als früher. Wir brauchen weniger Tiere heutzutage. Was wurde da verursacht? Wir haben immer weitere Erkrankungen, die nicht nur einen Faktor zugrunde liegen haben, sondern auch ein multifaktorielles Geschehen sind. Trotz der Tatsache, dass wir auch die Komorbidität haben, bei Alzheimer haben Sie nicht nur Alzheimer, sondern Alzheimer und Diabetes, und Sie haben Alzheimer. Und Herzerkrankungen, vieles tritt parallel auf. Das heißt, die Situation wird immer komplexer. Was wir auch glauben, ist, dass die derzeitigen medizinischen Probleme, Demenz, chronische Erkrankungen, Krebs miteinander zu tun haben. Das sind aber menschliche Probleme. Und das wurde ja bereits von meinem Vorredner erwähnt. Die Erkrankungen, wie wir sie heutzutage sehen bei Menschen, werden nicht auf gleiche Art und Weise in Tieren beobachtet. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass wir im 19. Jahrhundert Darwin und Mendel hatten, die hier einen Impuls gesetzt haben zur Medikamentenentwicklung, viel Wissen beigetragen haben. Aber in den letzten 100 Jahren, als die DNA entdeckt wurde und das Human Genome, das Genomprojekt durchgeführt wurde, da haben wir nicht alle Antworten bekommen, auf die wir gewartet haben. Aber es gibt sehr viel mehr Ziele jetzt. Und insgesamt können wir sagen, dass wir jetzt vielleicht mehr Fragen haben als Antworten. Obwohl wir die Tatsache haben, dass das Genomprojekt zusammen mit Darwin auch natürlich Antworten gegeben hat, was wir wissen jetzt, weil wir das aus der Art und Weise sehen, wie die Signalwege zum Beispiel bei Tieren und Menschen sind, so wissen wir heute, dass sie nicht dieselben sind. So, what are more trends? Weitere Trends. Es gibt einen zunehmenden Trend in Richtung Biologika. Das heißt, der Mensch als Ziel eines Medikaments ist nicht dasselbe wie ein Tier. Sie kann man einfach nicht übertragen. Oftmals führt es zu Antikörpern. Diese müssen dann wieder herausgenommen und herausgerechnet werden. Es gibt außerdem
einen zunehmenden Trend in Richtung personalisierte Medizin, gerade bei der Krebsbehandlung. Sie können dem Patienten Stammzellen entnehmen, sie behandeln und sie ihm wieder injizieren. Sie haben eine Entwicklung weiterer Techniken wie CRISPR-Cas. Es ist also immer weniger notwendig, wirklich Tiere zu benutzen. Es wurde auch bereits erwähnt, dass hier als öffentliche Zweifel immer mehr geäußert werden, was die Validität, die Gültigkeit von Tierstudien betrifft. Ein weiterer Aspekt besagt, dass die Erkrankungen heutzutage zu einer Medikalisierung der Gesellschaft führen. Und das ist ein Thema, das wirklich Relevanz in der Gesellschaft hat. Dann bekommen wir zu dieser Art von Medikamenten, so sehen Sie, dass wir hier ein Medikament zur Behandlung dysphorischer sozialer Beachtungs- und Konsummangel-Angststörungen haben. Also da fragt man sich doch, was das soll. Also wenn Sie als Tier ängstlich sind, dann sind Sie in der Hierarchie nicht ganz oben. Aber Sie müssen das einfach machen wie der Rest und vielleicht sind Sie dann auch einfach nur der oder die Letzte in der Reihe. Auch im Bereich Fortpflanzung wird vieles medikalisiert. Es gibt vor 100 oder 150 Jahren, das sagte mir meine Großmutter, wenn du nicht schwanger werden willst, dann hast du halt einfach keinen Sex. Das war der einfache Ansatz damals. Dann gab es natürlich die Entwicklung der Pille. Frauen hatten dann die Kontrolle. Aber das funktionierte auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Es gab dann die Pille danach oder dann gibt es die Möglichkeit der Abtreibung. Aus der evolutionären Sicht gesehen müssen wir uns reproduzieren, bevor wir 25 sind. Aber zu dieser Zeit wollen wir ja heute alle unsere Karrieren verfolgen. Und dann werden wir älter und dann funktioniert das nicht mehr so einfach. Das heißt, wir brauchen IVF, die In-vitro-Fertilisation. Und dann gibt es in zunehmendem Alter natürlich auch eher Defekte beim Embryo. Das wollen wir natürlich sicherstellen, dass wenn wir dann 40 sind und ein Baby haben, dass wir dann ein Superbaby haben. Deswegen die Präimplantationsdiagnostik. Ein weiteres Beispiel ist die Adipositas. Es ist eigentlich ein metabolisches Syndrom, aber es ist eine Folge gesellschaftlicher Veränderungen. Ich möchte nicht sagen, es ist richtig oder falsch. Es ist logisch, dass es passiert. Die Hand- und körperliche Arbeit ist weniger geworden. Nicht mehr so viele Menschen müssen hart arbeiten. Und unsere Nahrungsmittelaufnahme hat zugenommen. Wir haben nicht mehr nur das Gemüse aus dem Garten oder die Produkte aus dem Garten, sondern wir haben sie ständig im Supermarkt. Das heißt, sie haben dort 100 verschiedene Nudelsorten, Keksorten und so weiter. Also alles ist in unterschiedlicher Variation vorhanden. Man kann sich was aussuchen. Und dann geht es auch um die Balance der Kalorien, die wir ausgeben, um Geld zu verdienen, und die Kosten der Kalorien, das hat sich alles geändert, sehr verändert und ist ganz anders, als es in früheren Zeiten war. Es ist also logisch, dass das geschieht, aber das wird medikalisiert. Wir sagen also, nennen das heute also metabolisches Syndrom. Well, and then I will go over to the case of Alzheimer. Kommen wir nun zum Alzheimer-Fall, wo ich glaube, dass die Tiermodelle zumindest vielleicht nicht die Medikamententwicklung blockieren, aber doch zumindest behindern. Alzheimer ist eine Krankheit, bei der man die kognitiven Fähigkeiten langsam verliert. Im Laufe der Zeit schreitet die Krankheit fort aufgrund des Umweltstresses, der Belastungen und
führt es zum Nachlassen der Fähigkeiten. Die Menschen werden sehr ängstlich, depressiv, verlieren den Kontakt zum Umfeld. Wenn sie ihr Umfeld nicht mehr kontrollieren können, dann werden sie aggressiv. Und wir finden viel Aggressivität bei dieser Erkrankung. Das ist eine Erkrankung, die über viele Jahre abläuft. Manchmal dauert es 30 Jahre. Und was die Pflegenden und die Familienangehörigkeit betrifft, so ist das eine hohe Belastung für sie. Das ist ein Bild hier der Weltgesundheitsorganisation zu diesem Thema. Alzheimer wurde entdeckt von Herrn Alois Alzheimer und wurde beschrieben im Jahr 1900. Es war damals die Beschreibung eines 51 Jahre alten Patienten mit präseniler Demenz. Später wurde diese Erkrankung dann nach ihrem Entdecker Alzheimer-Erkrankung genannt. Die Alzheimer-Erkrankung und ihre Wahrnehmung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Alzheimer umfasst alle Formen und viele Formen von Demenzia, die zum Beispiel zur Veränderung des Gehirns führt, wie zum Beispiel zur Eiweißaggregation. Wie Sie hier oben sehen, das ist ein Bild davon. Und Demenz wurde zu einer Krankheit gemacht. Wenn wir sagen, es ist eine Krankheit, oh, sobald ich eine Erkrankung habe, dann brauche ich ein Medikament dafür. Dann ist sie behandelbar. Fast alle klinischen Studien, die versuchen, die Aggregation von Proteinen zu hemmen, die also versuchen, diese Aggregation, diese Verklumpung von Proteinen zu verhindern. Wir sehen dies bei diesen Patienten, aber alle klinischen Versuche, das zu verhindern, also diese aggregierten, zusammengeklumpten Proteine loszuwerden, zeigen wenig Effekt. Und das hat aber dennoch führt das nicht dazu, dass die Patienten in den kognitiven Leistungen wieder besser werden. Es gab sehr positive Tierversuche, aber die konnte man nicht entsprechend übertragen. Daher müssen wir darüber sprechen, was ist der Wert der nicht humanen Tiermodelle? Tiermodelle, nun ja, das ist eigentlich nicht das richtige Wort. Wenn Sie sagen, ein Organisationsmodell, dann ist ein Modell einer Organisation. Das kann dann ein Schema sein, ein Bild, was auch immer. Bei Modell haben wir hier, wenn wir von Modell sprechen, sprechen wir eigentlich von dem Menschenmodell. Und es ist nicht das nicht humane Tiermodell. Aber es wird immer noch als Tiermodell verstanden, aus Gründen der Klarheit. Über 50% der klinischen Studien sind nicht erfolgreich in diesem Bereich. Sie müssen abgebrochen werden, weil es zeigt sich keine Wirkung des Medikaments auf das Gehirn. Die Modelle haben keine interne Validität. Diese Modelle sind oft sehr schlecht entworfen, haben sehr geringe Berichtsstandards und keine standardisierten Methoden. Das führt zu der Frage, können wir überhaupt den Ergebnissen dieses Modells trauen? Und die wissenschaftliche Gemeinschaft hat entsprechende Richtlinien aufgestellt für diesen Bereich. Da gibt es vieles, was sich in diesem Bereich derzeit abspielt. Das heißt, es wird gewarnt, wir können nicht immer ein bestimmtes Modell verwenden, nur weil es in der Vergangenheit immer Anwendung fand. Wenn es nichts bringt, dann hat es auch keinen Nutzen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Andererseits ist die externe Validität, wie generalisierbar, wie verallgemeinerbar ist dieses Modell? Darauf konzentrieren sich nicht viele Menschen und viele Forscher. Es wird immer beiseite geschoben. Die an der internen Validität arbeiten, sagen sie, ja, wir müssen erstmal das lösen, bevor wir dann zur externen Validität kommen. Aber sie können eine perfekte Studie abliefern mit vertrauenswürdigen Ergebnissen, aber wenn ihr Modell nicht
translational ist, dann funktioniert es einfach nicht und der Nutzen für den Menschen ist nicht gegeben. Dann war es vergeblich. Ich glaube, wir sollten arbeiten, wie die Werte hier oder welche Werte hier übertragbar sind und wie gültig dieses Modell für den Menschen ist. Das Ergebnis der externen Validität ist die Frage, verwenden wir hier wirklich das richtige, das wahre Modell für diese Krankheit? Was ist denn nun ein Tiermodell? Das wurde von Herrn Held 1983 definiert. Es ist ein Experiment in einem lebenden Organismus, wo sie die Biologie oder das Verhalten studieren können, eines pathologischen Prozesses. Und dieser Prozess kann spontan ablaufen oder induziert sein. Es spiegelt die menschlichen Phänomene wider, also menschliche Phänomene in anderen Spezies. Also zum Beispiel in der Tiermedizin können Sie sagen, dass es auch ein Phänomen in einer anderen Spezies widerspiegelt. Das braucht man dazu. Was vergleichen Sie denn hier wirklich? Wenn Sie zum Beispiel diese beiden Autos vergleichen, dann können Sie sagen, wenn ich das Material hier sehe, das ist Papier und das ist Metall. Also nicht wirklich ähnlich. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Rundung der Räder anschauen, dann sagen Sie, vielleicht kann ich das ja so verwenden. Und andererseits, wenn Sie wirklich sicher sind, dass das Phänomen, das Sie anschauen, die Räder sind, vielleicht ist dann auch das Rad eines Fahrrads schon ausreichend, um es genauer anzuschauen. Also das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Es hängt davon ab, was Sie miteinander vergleichen. Animal models. Was die Tiermodelle bei Erkrankungen angeht, so können Sie diese klassifizieren. Es gibt spontane Modelle. Das sind Modelle, die eine natürlich auftretende genetische Variante haben, zum Beispiel schrittweises Altern und so weiter. Und diese Altersschritte sind ähnlich wie zum Beispiel bei den Menschen und die gleichen Verlust der kognitiven Fähigkeiten. Es gibt dann auch die Experimenten oder induzierten Modelle, wo die Krankheit ausgelöst wird in gesunden Elementen, wo sie chemisch, physisch oder irgendwie ausgelöst wird in diesem Tier und der Verlust der kognitiven Fähigkeiten induziert wird. Und dann gibt es natürlich, das sind auch experimentelle Modelle, das ist aber eine besondere Untergruppe, die genetisch verändern die transgenen Modelle. Als ich damit begonnen habe, habe ich das gesehen. Da gibt es eine Website, alsforum.org. Sie haben auch dann alle Forschungsmodelle aufgelistet. Es gibt 160 unterschiedliche transgene Modelle für die Alzheimer-Erkrankung. Das erinnert mich so ein bisschen, 50 Shades of, nicht Grey, sondern Amyloide und andere Stoffe. Also das ist eine gute Website in dem Sinne, dass vieles hier aufgelistet wird und welche Aspekte Sie sehen. Also das ist sehr nützlich, wenn Sie hier genaueres wissen wollen. Aber meine Botschaft heute an Sie ist, dass die Biologie ganz unterschiedlich ist. Und ich habe auch Studenten, die daran arbeiten. Ein Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe eine schlechtere kognitive Fähigkeit. Also wenn mir einer auf den Kopf haut, dann habe ich natürlich eine Verschlechterung meiner kognitiven Fähigkeiten. Wenn ich aber ständig zu viel Alkohol trinke, habe ich auch eine Verschlechterung meiner kognitiven Fähigkeiten. Und das ist ganz wichtig zu behindern. Also das Ergebnis wird dasselbe sein, aber die gesamte Biologie, wie es zu dieser Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten kam, ist natürlich vollkommen unterschiedlich. So what we did is we wanted to see. Wir wollen also sehen, welche Interventionen, welche Ernährung, welche Medikamente bei der klinischen Behandlung verwendet wurden, wie das Ergebnis aussieht und die wenigen zugelassenen Medikamente haben positive Auswirkungen, die meisten hatten keine positiven Auswirkungen.
Und wir wollten dann das sehen, welche Tiermodelle liegen dem zugrunde. Ich habe nur einfach mal die Berichte genommen und sie sagen, es hat sich deutlich verbessert. Es wurde niemals diskutiert, ob das Experiment das Richtige war. Es wurde immer nur gesagt, Verbesserung der Situation oder nicht. Es wurde immer nur das Ergebnis kommentiert. Wir haben hier 20 Interventionen gehabt, fast 1000 Publikationen. Über 700 wurden ausgeschlossen, weil sie in vitro waren oder auf andere Weise nicht passten. Es gab fast 200 Publikationen, die übrig blieben. Wir haben sie alle durchgelesen und so gefragt, was machen sie? Wie kam es zu dieser zum Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten und was war das Ergebnis? Ich war wirklich schockiert zu sehen, dass es hier 65 unterschiedliche Modelle gibt, um das Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten zu testen. Sie müssen immer auch sagen, warum Sie dieses Modell nehmen. Ja, das ist doch das richtige Modell für die Alzheimer-Erkrankung und so weiter. Diese generalisierten Angaben gab es. Es ist viel zur Proteinaggregation oder das zeigt. Aber niemand sagte, das ist besser, ein besseres Modell als das andere Modell und geschweige denn, dass wir Gründe dafür lassen. Es wurde normalerweise einfach schon mal benutzt und deswegen wandte man es wieder an. Also 65 Modelle, die in 8 unterschiedlichen Spezies angewandt wurden, 9 spontane Modelle, 37 experimentelle Modelle und 19 transgene Modelle. Es war auch und es gab auch 16, das war die Überraschung, 16 unterschiedliche Methoden, die kognitiven Fähigkeiten, also das Ergebnis zu messen. Das Ergebnis war, wenn Sie also jetzt über die Zeitschiene schauen, 1980 bis heute, die Verwendung des spontanen Modells war relativ stabil im Laufe der Jahre, aber es gab einen deutlichen Anstieg bei Verwendung des experimentellen Modells. Und das war letztendlich das Ergebnis, das wir hatten. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Medikamente. Marktzulassung, grün heißt ja, rot nein. Ähnliche Ergebnisse wie auch in den klinischen Ergebnisse wie in den klinischen Studien. Hier haben Sie, und da habe ich die Modelle genommen, in denen relativ viele Medikamente verwendet wurden. Also nicht alle 65 Modelle wurden auf 65 Medikamente, auf alle Medikamente angewandt. Manchmal wird dieses Modell angewandt, manchmal das andere. Sie haben sehr oft positive Ergebnisse, aber es werden oftmals keine Vergleiche angestellt. Oder man könnte also nicht sagen, warum ein Modell prädiktiver ist für das Ergebnis als ein anderes. In der Biologie können wir nicht sagen, Ratten sind besser als Mäuse oder diese Affen besser als die anderen Affen. Also wenn es vorhergesagt sagbar ist, dann sollte es etwas Gutes sein. Wir haben nun unterschiedliche Parameter untersucht, um herauszubekommen, warum die Ergebnisse so variabel sind. Die kognitiven Maßnahmen, Messungen findet man am häufigsten. Um hier die Wirksamkeit zu zeigen der Medikamente auf Alzheimer, die Wirksamkeit eines Medikamentes zu zeigen, müssen Sie hier eine kognitive, eine funktionale und eine Verbesserung der Stimmung und des Verhaltens nachweisen. Aber es gibt aber nicht viele Studien, in denen alle drei Aspekte auch gleichzeitig gemessen werden. Darüber hinaus haben Sie, und ich habe das schon erwähnt, 16 verschiedene Möglichkeiten in Tieren, die Kognition, die geistigen Fähigkeiten zu messen. Wir können nicht wirklich dann sagen, ist das gut oder das ist das etwa besser als die andere Methode. Ich denke, in der Gemeinschaft der Wissenschaftler nimmt das Bewusstsein hier zu.
Und Sie sehen Initiativen, wo man versucht herauszubekommen, welches Modell sich hier besser eignet zum Messen einer kognitiven Fähigkeit unter bestimmten Umständen. Zum Beispiel bei der Schizophrenie hat eine Gruppe an der Universität von San Diego das Gegenteil herausgefunden. Sie haben das in den Mäusen ein bestimmtes Ergebnis erreicht und dann das verglichen mit der menschlichen Situation. Und es wurde einiges im menschlichen Test verändert, um es vergleichbar zu machen, aber so dass das Ergebnis dann also entsprechend gleichartig oder ähnlich war bei den Menschen und bei den Mäusen. Das war also Schizophrenie, Depression und noch ein anderer Parameter. Also unterschiedliche Aspekte im neurowissenschaftlichen Bereich. What is also striking is that, was also besonders beachtenswert ist, ist die Motivation des Ganzen. Wie bekommen wir die Daten aus dem Tier heraus? Da werden unterschiedliche Methoden verwendet. Die ersten Tests links sind intrinsische Verfahren, das intrinsische Verhalten eines Tieres, das Dinge untersuchen möchte. Im zweiten Fall wird dem Tier das Essen, das Futter vorenthalten. Das sind dann eine Motivation, in der eine Belohnung zur Verfügung gestellt wird, ein Keks, wenn das Tier dies oder jenes macht. Und der dritte Test hatte mit Angstzuständen zu tun, Elektroschocks oder wenn bestimmte Dinge zu tun oder ein unangenehmes Geräusch. Wir wissen aber wirklich nicht genau, inwieweit das Auswirkungen auf die Ergebnisse hat und das Verhalten der Tiere ändert. Ich weiß nicht, ob Sie das hier schon kennen. Dies hier wird sehr oft verwendet, das Worries Wasserlabyrinth. Wir haben hier eine Plattform, eine Art Swimmingpool und ein Schwimmbecken mit einer Plattform. Mäuse können gut schwimmen, wollen aber gerne schnell aus dem Wasser heraus. Und where the platform is. Sie sehen dann natürlich auch, wo die Plattform sich befindet. Also wie schnell sie dann das ausmachen, ist ein Faktor der Kognition. Dann zum Beispiel lassen Sie die Plattform untergehen oder an einer anderen Stelle festmachen, um die Maus zu verwirren. Das sind nicht meine Daten, sondern das sind Daten, die ich bekommen habe. Aber die Wassertemperatur ist unterschiedlich, die Größe des Beckens ist unterschiedlich, die Art des Trainings und die Häufigkeit des Trainings ist unterschiedlich. Und welchen Effekt hat das dann auf die Daten? In vielen Fällen sehen Sie ja oftmals, dass gar nicht berichtet wird, wie die Parameter aussehen. Oder welche Art der Aufgabe geben Sie dem Tier? Welche kognitive Aufgabe hat das Tier für Nager? Sie haben hier eine runde Plattform und das Tier sollte lernen, durch welche Loch im Boden es flüchten kann. Das sollte es lernen. Wenn Sie dann also ein Licht anwenden oder Wind auf das Tier aufbringen, dann hat es Panik. Und wenn ich sehr in Panik gerate, dann renne ich oftmals gegen die Tür. Dann habe ich nur Glück, wenn die Tür offen ist. Dann ist natürlich die Frage, wie die solche Stresssituationen relevant sind, auch im Falle der menschlichen Situation. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Wir fragen eher, welche sind die Modelle sind die richtigen, aber weil es so viel Betonung gibt, wir wissen, dass es viel schlechte Berichterstattung gibt. Also wir haben nur gesehen, wir haben hier eine Richtlinie, das gibt es für vieles, für die Bevölkerung, für Wohnungsbau und so weiter. Da gibt es aber allgemeine Richtlinien für die Berichtsqualität, die Qualität der Studie und dann die Berichte darüber. Hier sehen Sie, dass die Qualität nicht zugenommen hat, trotz der Einführung dieser Richtlinien.
Lassen Sie mich nun schließen mit der Feststellung, dass die Tiermodelle für Alzheimer eine schlechte Vorhersage klinischer Ergebnisse bringen, da wir noch nicht vieles verstehen, weil wir noch ein nicht vollständiges Verständnis der Biologie der Erkrankung haben. Meistens wird nur eine einzelne Hypothese getestet bei einer multifaktoriellen Erkrankung. Die Studien haben eine sehr geringe interne Validität und eine hohe Variabilität bei den klinischen Ergebnissen. Und das ist jetzt meine letzte Folie. Die niederländische Regierung möchte, dass die Niederlande führend sind bei der Ersetzung von Tierexperimenten. Das ist die entsprechende niederländische Website dazu, die besagt, dass wir im Jahre 2025 es Pläne gibt, im Jahr 2025 Tierexperimente komplett zu verbieten. Und sie glauben, dass wir dann bis dahin alternative Testverfahren haben. Und das ist etwas, das sich speziell hier auch auf Alzheimer beziehen lässt, denn wir wissen so wenig über die Biologie dieser Erkrankung. Und ja, die Tiermodelle sind nicht prädiktiv, aber ich persönlich glaube nicht, dass alle Alternative, also Tests an einer Zelle oder die Messverfahren, also wir glauben, dass es eine Gehirnerkrankung ist, aber vielleicht ist es nur eine Erkrankung des Alters, die sich im Gehirn widerspiegelt, die sich aber in der gesamten Physiologie, im gesamten Stoffwechsel eines Körpers wiederfindet. Also da sind es nicht Tiermodelle, sondern Alternativen, die wichtig sind. Also wir haben noch nicht den Heiligen Gral gefunden und die Alternativen werden noch nicht vor 2025 gefunden sein. Vielen Dank.